siehst eine unserer Schülerinnen. Jodie Sawyer. Wir haben dieses Jahr so viele Talente, da kenne ich noch nicht alle Namen. Keine Angst, ich merke ihn mir. Steig auf, wir fahren ein Stück. Ist er in Wirklichkeit auch so eingebildet wie im Fernsehen? Das heißt, er spricht mit keinem. Mit mir hat er gesprochen. Du musst an deiner ersten Position arbeiten. Bringt das was? Es tut weniger weh. Warum wolltest du Tänzer werden, Charlie? Es gibt viel schönere Frauen in der Tanzwelt. Sie ist so gut. Ja, frag sie. Du bist nicht wie die meisten von uns hier. Deine Technik ist nicht mal annähernd so gut wie erforderlich. Jodie kannst du vergessen. Die schafft es nie. Hörst du, was ich sage? Gib, was du kannst! Wir haben sie alle gehört. Lassen Sie doch mal Jodie in Ruhe! Lassen Sie mich raus? Denk nochmal darüber nach, ob du hier am richtigen Platz bist. Na los, macht euch schick. Das hier ist die heißeste Stadt der Welt und wir kennen hier nur drei Querstraßen. Du bist nicht zufällig hier. Jemand hat dich beim Vortanzen gesehen und etwas Besonderes an dir entdeckt. Und das musst du wiederfinden, das ist es. Das ist dein Traum. Das ist dein Traum. Wenn ich das wollte, wäre ich nicht so unglücklich, wie ich bin. Ist denn keine für dich dabei? Doch schon, da gäbe es eine. Aber sie weiß nichts davon. Hältst du mich für eine Idiotin, weil ich mich mit ihm eingelassen habe? Ich halte ihn für einen Idioten, weil er dich so behandelt. Was immer du fühlst, tanz aus dir heraus. '69 zogen die Wilden nach Woodstock. Die Pechvögel zogen in den Krieg. Wenn du nicht wusstest, wohin es dich zieht. Sie sind die einzige Schülerin der Abschlussklasse, die nicht auf die Uni gehen will. Ich habe noch keine Pläne. Ich will nur nicht so enden wie meine Mutter. Susanna! Haben sie dich nach Claymore geschickt. Die beste Einrichtung für jemanden wie sie ist kaum eine halbe Stunde von hier entfernt. Willkommen in Claymore, Susanna. Ich bin mir einfach nicht im Klaren darüber, weshalb ich in einer Nervenheilanstalt gelandet bin. Was sagt deine Uhr? Meine Uhr spricht heute nicht. Sie haben drei Päckchen Aspirin mit einer Flasche Wodka runtergespült. Ich hatte Kopfweh. Na los, noch einen Schritt weiter und ich ramme mir das hier in die Aorta. Lisa, deine Aorta befindet sich da nicht. Gut zu wissen. Was ist das? Damit schlafen Sie besser. Oh, das brauche ich nicht. Haben wir damit ein Problem? Sieh mich an. Glauben Sie, dass Sex Ihnen hilft, Ihre Verzweiflung zu überwinden? Können Sie, was Sex angeht, mitreden? Ausgeprägte Stimmungshochs und Stimmungstiefs. Lisa hält sich für was Tolles, weil sie Soziopathin ist. Ich bin Soziopathin. Du bist eine Lesbe. Ungewissheit hinsichtlich der eigenen Ziele und eine allgemeine pessimistische Gefühlsgrundlage. Passt wie gespuckt. Passt auf jeden wie gespuckt. Du musst nicht hierbleiben. Lass mich los! Die Zeiten ändern sich. Woher zum Teufel wissen die, was normal ist? Hol mich hier raus! Hol dich selber hier raus. Wir hauen ab. Ich hätte gerne einen Vanille-Eisbecher mit Schokosauce, Kirschen und Eierlecke. Alone, right on me.
hier Basislager. Der Wetterbericht hat einen Sturm in 8600 Meter Höhe vorhergesagt. Empfehle Umkehr. Ich wiederhole, Umkehr wird dringend empfohlen. Ich breche es ab. Ich habe sie dafür bezahlt, uns raufzubringen. Wir sollten weitergehen. Oh mein Gott! Wir haben Kontakt zum Gipfelteam verloren. Ihr Basislager, hört ihr mit? Hier spricht Peter Garrett. Meldet euch! Peter? Peter? Sie haben 22 Stunden an Sie gekommen. Das Risiko ist zu groß. Ich lasse nicht zu, dass meine Schwester stirbt. Wir machen einen Schnellaufstieg. Wir klettern in Zweiergruppen. Das ist reiner Selbstmord. Jeder, der mitgeht, bekommt einen Scheck. Über eine halbe Million Dollar. Nun hängt das Leben von drei Menschen. Mein Bruder hat Sprengstoff dabei. Sie werden sich den Weg freisprengen. Vergesst das Nitro nicht. Am Mut von sechs anderen. Bei einem Rettungseinsatz wird nicht diskutiert, es werden keine Fragen gestellt und es wird nicht abgestimmt. Ihr tut, was ich sage. Da oben, Mr. Wick. Da oben stirbst du nicht. Du bist schon tot.